der serbischen Kleinstadt Varvarin am Ufer der Morava herrscht am 30. Mai 1999 sonntägliches Markttreiben. Der schon 10 Wochen andauernde NATO-Krieg gegen Jugoslawien scheint weit weg. Belgrad und der Kosovo sind jeweils 200 Kilometer entfernt. Kurz nach 13 Uhr tauchen 2 F-16-Kampfflugzeuge der NATO am Himmel auf und feuern mit lasergesteuerten 2000-Pfund-Bomben auf die Brücke am Stadtrand, die direkt zum Marktplatz führt. 3 Menschen werden getötet, 5 weitere schwer verletzt. Dutzende Menschen laufen vom Markt zur Brücke, um zu helfen. Bei einem 2. Angriff kurz darauf werden 7 Menschen getötet und 12 werden schwer verletzt. Der auf seinem Schleudersitz, könnte er die Schreie hören? Könnte der auf seinem Schleudersitz die Schreie hören? Würde er erschrocken umkehren und aufhören, Befehle auszuführen, Brücken zu zerstören, die uns gar nicht gehören und nicht zu uns führen? Der auf dem Ministerstuhl, könnte er das Zittern spüren? Könnte der auf dem Ministerstuhl das Zittern spüren? Würde er sich erschüttert rühren und aufhören, Befehle zu beschließen, Länder zu beschießen, die sich nicht drohen ließen und nicht kaufen ließen? Der auf deiner Fernsehcouch, könnte er die Schmerzen fühlen? Könnte der auf deiner Fernsehcouch die Schmerzen fühlen? Würde er dann endlich aufwachen und aufhören, die immer neu zu wählen, die Soldaten befehlen, Menschen zu vernichten, um Macht zu errichten?